das ist die Bildgebung im New England Journal. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Es geht um eine 65-jährige Frau, die hat eine Vorgeschichte von einem Lungentransplantat vor 8 Jahren und seit dann erhält sie Voriconazol, irgendeine Prophylaxe gerichtet gegen Pilze. Und dann gucken wir uns diese Bilder an, die sind erstaunlich. Knochen als solche sehen okay aus, aber hier sehen wir Kalzifizierung. Nicht unbedingt immer bezogen auf die kleinen Gelenke hier, aber überall, eigentlich alle bis zum Fingerspitzen sehen wir diese komischen Kalzifizierungen. Und hier in der Ulna und hier zwischen Ulna und Radius in der anderen Hand. Sie hat auch Probleme mit den Schultergelenken und Ellenbogen im Nacken und an den Knien. Und dann sollen wir sagen, was ist dies denn eigentlich? Heterotrope Ossifizierung. Ja, das definitionsgemäß muss das richtig sein. Dann ist dies eine Calcinosis cutis oder eine maligne Form eines Histiozytom oder hat dies mit dem Voriconazol irgendwas zu tun oder geht es hier um Transplantat gegen Wirt-Erkrankung? Diese Sachen gibt's alle. Was ich nicht wusste, ist, dass Voriconazol kann dieses Krankheitsbild hervorrufen und das ist die richtige Antwort, weil Voriconazol enthält 3 Fluoratomen pro Molekül und das führt dann letztendlich zu einer Fluorose und das betrifft alle Knochen im Körper. Also das Zeug sollte man sicherlich nicht 8 Jahre lang schlucken. Heterotrope Ossifizierungen unterschiedlicher Arten, häufig nach Trauma. Hier sehen wir ein Beispiel von lauter Knochenbildung hier ums Hüftgelenk bei diesen Patienten mit einer artifiziellen Hüfte. Gibt auch genetische Ursachen für solche Sachen, aber chronische Voriconazol-Therapie ist bekannt, dass es so etwas auslösen kann. Calcinosis cutis in dieser Biopsie mit der von Kossa-Färbung sehen wir, dass da Kalkablagerungen vorhanden sind. Ist aber ein anderes Krankheitsbild. Maligne Fibrose, Histiozytome gibt's auch. Das ist eine Sarkomform, kann man diagnostizieren, Gott sei Dank nicht sehr häufig. Dann wieder mal diese Fluorose, ausgelöst von diesem Arzneimittel. Hier ist ein anderes Beispiel. Da sehen wir, Rippen sind hier involviert, Schultergelenke sind involviert, Kniegelenke hier unten an der Tibia. Und das ist Voriconazol-bezogene Periostitis. Das fängt eigentlich im Periost an, bisschen so ähnlich wie Hyperparathyroidismus und führt dann zu diesen Kalzifizierungen. Jetzt, es gibt auch Transplantat gegen Wirterkrankungen, das Gelenke betreffen kann. Hier ist ein Beispiel bei diesem Patienten, der soll eine Subluxation haben hier zwischen Atlas und Axis. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, müssen Sie halt glauben. Na gut. Das Thema im New England Journal geht es wieder um P2Y12-Antagonist, das Ticagrelor. Das ist ein reversibler P2Y12-Antagonist. Und dieses Pharmakon funktioniert hier, so dass Plättchenaktivierung durch ADP schlechter stattfinden kann. Gängige Therapie für Plättchenhemmung bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung, die mit Stents ausgerüstet sind. Dies haben wir alles letzte Woche schon gesehen. Gleiches Thema. Hier ist die Arbeit von letzter Woche im Lancet. Ticagrelor bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung und Diabetes mellitus haben wir alles schon gehört. Und was wir letzte Woche schon gelernt haben, ist Ticagrelor plus ASS im Vergleich zu ASS alleine verringert tatsächlich kardiovaskuläre Ereignisse etwas, 1,5%, naja gut, aber Blutungsepisoden sind durch diese Therapie erhöht. Und das ist sogar mehr eindrucksvoll als Vorteil, das wir hier sehen. Gleiche Geschichte. New England Journal.
auch Diabetiker, auch mit Corona-Herzerkrankung und 80% haben irgendeine Intervention bekommen. Warum man zwei Studien haben muss über dieses gleiche Thema, weiß ich nicht, aber so ist es halt. Also viele Patienten hat ein Schweinegeld gekostet, 10.000 Patienten in den jeweiligen Gruppen. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich kardiovaskuläre Ereignisse, Herztod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall, signifikant reduziert bei 7,6% im Vergleich zu 6,9%. Also number needed to treat 100. Aber, und da sehen wir diesen herausragenden Erfolg mit Ticagrelor plus ASS im Vergleich zu ASS alleine. Aber Blutungen signifikant erhöht durch diese Therapie und Kurzatmigkeit. Leute, die die Therapie abgebrochen haben wegen Kurzatmigkeit. Und eigentlich, mir ist eigentlich nicht bekannt, dass Ticagrelor Kurzatmigkeit Dyspnoe auslösen sollte. Aber in dieser Studie war das so. Und die Blutungsereignisse sind signifikanter als die Schutzepisoden. Und wenn wir uns angucken, Patienten, die die Therapie abgebrochen haben, wegen Blutung, Ticagrelor im Vergleich zu Placebo. Also, ich glaube, das sollte man wahrscheinlich sein lassen. Nächstes Thema im New England Journal geht es um Schwiel oder Urtekaria. Spontane Urtekaria, die auch mit Angioödem einhergehen. Und das ist für viele Menschen auf dem Planeten ein ziemlich großes Problem. Und kommt zustande wahrscheinlich durch Ausschüttung von Mediatoren von Mastzellen. Und die Mastzellen befinden sich ja in der Haut und fest an den Mastzellen gebunden ist Immunoglobulin E. Und wenn das dann den richtigen Antikörper begegnet oder das richtige Antigen begegnet, dann werden diese Sachen freigesetzt und man kriegt dann Urtekaria. Und eine akzeptierte Therapie für diesen Zustand ist ein humanisierter Antikörper gegen IgE. Und dieser Antikörper heißt Omalizumab und von dem haben wir schon gehört. Dieser neue Antikörper heißt Ligelizumab. Also Sie können sich das merken. Und da sind drei unterschiedliche Dosierungen von Ligelizumab hier angewendet. Es gibt auch eine Gruppe, die hat Omalizumab bekommen und dann Placebo-Gruppen bei diesen Patienten mit Urtekaria. Und wenn wir uns die Patienten angucken und die Verteilung und die unterschiedlichen Eigenschaften der Patienten, ist alles ganz gut verteilt worden und der IgE-Spiegel, es geht ja eigentlich um IgEs, die an Mastzellen gebunden sind und wie viele Schwielen sie kriegen, Urtekaria sie kriegen und wie schlimm das juckt und ob sie Angioödem kriegen und so weiter. Das ist alles in diesen unterschiedlichen Gruppen ähnlich verteilt. Dann wird argumentiert, wenn ich das schon lese, Bootstrap-Samples, dann kriege ich auch Urtekaria. Die Autoren argumentieren, dass der neue Antikörper besser ist als der alte, durch diese Bayesische Statistik, die hier durchgeführt worden ist. Na, diese Forest-Darstellung kann ich noch nachvollziehen. Sieht so aus, als wäre der neue Antikörper vielleicht ein bisschen besser als der alte, obwohl das nicht die primäre Hypothese war in dieser Studie. Wenn wir uns die Juckskalen uns angucken, Placebo scheint auch ein bisschen geholfen zu haben. Und diese unterschiedlichen Antikörper drücken dies nach unten und ob das klinisch relevante Unterschiede sind, weiß ich nicht, aber ich bin kein Allergiologe und habe da keine persönliche Erfahrung. Nebenwirkungen der Antikörper muss erst einmal im Monat gegeben werden. Gibt natürlich lokale Reaktionen, wenn man dies spritzen muss. Die Leute, die den Antikörper gekriegt haben, haben mehr virale Atemwegsinfekte anscheinend gehabt, aber schlimme Infekte waren wohl nicht der Fall in dieser Studie. Und ob Ligelizumab wirklich besser ist als Omalizumab, müsste ein Kopf-an-Kopf-Rennen dann letztendlich entscheiden. Aber die Autoren behaupten, dass das der Fall sein könnte. Nächstes Thema im New England Journal geht es um Tuberkulose. Diese Arbeit kommt aus Vietnam und hat mich natürlich interessiert. Dies ist hier Südvietnam, die südliche Spitze.
Und es geht um Tuberkuloseprävalenz. Und Tuberkulose ist endemisch im ganzen Vietnam und auch in Kambodscha und Thailand etc. Und die Idee hier ist, die Prävalenz rückläufig zu machen durch eine aktiven Intervention. Muss man erstmal zeigen, dass funktioniert. So was man hier hat, man hat Dörfer hier randomisiert anstatt individuelle Patienten, aber viele in diesen Dörfern, wo die Populationsdichte wohl ziemlich dicht ist. Und man hat die Patienten, Probanden hier beigebracht, wie sie Sputum gewinnen sollten. Und man hat dieses Sputum dann mit molekularbiologischer PCR-basierte Methode untersucht, um zu sehen, ob sie MTB hatten oder nicht. Und auch, ob diese MTBs, die sie hatten, resistent waren gegen Rifampicin oder nicht. Also dies ist die gängige Methode, um diese Diagnostik durchzuführen. Dieses haben wir schon diskutiert in früheren Studien. Und das ist so, wie die jetzige Kunst aussieht. Dies sind Haushälter, die hier entweder intensiv untersucht worden sind oder in der Kontrollgruppe, wo die Leute sich einfach gemeldet haben, wenn sie krank waren oder sonst nicht. Und die Idee hier war, die Prävalenz zu unterdrücken durch dieses Screening-Verfahren. Und gucken wir uns das an. In Vietnam wird auch geraucht. Es geht um 42.000 Patienten in der Interventionsgruppe und 41.000 in der Kontrollgruppe. Das ist schon ziemlich gut. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich, die Prävalenz ist so 40% reduziert worden mit diesem Screening-Verfahren. Und dann muss die Regierung in Vietnam sich entscheiden, ob sie vielleicht so ein Screening-Verfahren über das ganze Land durchführen. Hat mich interessiert, dass seit 1970, als ich zum letzten Mal da war, jetzt publizieren die Vietnamesen auch im New England Journal. Fand ich eigentlich ziemlich interessant und eindrucksvoll. Eine eindrucksvolle Intervention. Dann Übersichtsartikel in New England Journal geht es um Syphilis. Und hier sind die bösen Spirochäten mit Rasterelektronenmikroskopie dargestellt. Und wir gucken uns die Inzidenz von Syphilis in Deutschland an, seit 71. Gott sei Dank ist das rückläufig. Dann hat man das Infektionsschutzgesetz veranlasst, scheint wieder hochzugehen, wieder bei den Männern, aber vielleicht ist das nur ein Versehen. Na gut. Es geht nämlich nicht nur um Syphilis, allgemeine Syphilis, es geht um Neurosyphilis, was es immer noch gibt. Und klassische Neurosyphilis, sie ist eigentlich ein Spätstadion. Früher haben wir nur geredet von allgemeiner Parese, das heißt eine Demenz, die durch Syphilis verursacht wird, oder Tabes dorsalis, wo die hinteren Stränge hier degenerieren und die Leute nicht mehr feststellen können, wo ihre Füße sind und dann Charcot-Gelenke kriegen. Und hier ist der gute Paul Ehrlich, der uns die erste Behandlung für Syphilis gegeben hat. Der ist hier am Zigarrenrauchen und liest hier vorsichtig seine Journals. Und wir gucken uns dieses Review an und das Erste, was wir feststellen, ist, dass die Diagnostik im Liquor zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. WDRL ist der Reagin, dieser allgemeine, nicht spezifische Test für Syphilis, ähnlich wie was der von Wassermann vor 80 Jahren eingeführt hat. Das ist sehr spezifisch, aber nicht sehr sensitiv. Wenn wir diesen FTA, fluoreszierenden Antitreponem, Antikörpertest uns angucken, der ist sehr, sehr sensitiv. Und den müsste man eigentlich durchführen, wenn man den Verdacht hat, dass Neurosyphilis vielleicht vorhanden ist. Dann hat mich auch interessiert, die allgemeine Parese, diese progressive Demenz, die früher war das die häufigste Form der Demenz überhaupt. Die Hälfte dieser Patienten haben eine sogenannte Agil-Robertson-Pupille. Agil-Robertson, so hieß dieser schottische Kliniker, der das darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei diesen Syphilis-Patienten, wenn man denen ein Licht in die Augen scheint, bewegen sich die Pupillen überhaupt nicht. Wenn man aber so macht, dass die Leute hier
sich einstellen müssen auf eine kurze oder längere Fokussierung, dann kommen die Pupillen sofort runter. Und bei Patienten mit Tabes dorsalis, die haben beinahe alle diese AG-Robertson-Pupille. Und falls ich je eine Prüfung machen muss, dann würde ich danach fragen, wenn dies das Thema ist. Und hier wieder mal diese Tests, die man durchführen sollte. Liquor-Evaluierung ist immer noch sehr wichtig. Und dann die Behandlungen haben sich auch in den letzten 50 Jahren nicht geändert. Benzathin, Penicillin ist immer noch das Mittel der Wahl. Und bei Patienten, die allergisch sind gegen Penicillin, kann man denen vielleicht Zeftreaktionen anbieten, obwohl Penicillin immer noch die beste Behandlung ist. Dann diese Patientin von letzter Woche mit diesen komischen Knien und auch diesen Kalzifizierungen hier. Dieses synoviale Chondromatose. Und das war, diese Patientin hat sich dann bei Rheumatologen vorgestellt und die hat eigentlich rheumatoide Arthritis und diese synoviale Chondromatose kann manchmal bei Patienten mit rheumatoide Arthritis anscheinend vorkommen. Dann im New England Journal hat mich auch dieser Fall fasziniert. Wenn Sie in die Zeitschrift reingehen, können Sie ja über Charité-Vermittlung und dies interaktiv angucken, dann sehen wir, dass bei jedem Pulsschlag, bei der Systole, kommt diese Pupille hier runter und in der Diastole geht sie wieder auf. Und die geht rein, klein, groß, mit dem Herzschlag. Und das ist ein Zeichen für schwere Aorteninsuffizienz. Muss man einen Pulsdruck haben von 80 oder so, um das vorzuweisen. Und das heißt Landolfis Zeichen. Und bei der Aorteninsuffizienz gibt es so ein Dutzend wunderschöne Namen von alten Klinikern. Herr Ludwig Traube ist hier auch vertreten und Herr Quinkey und Corrigan's Puls. Und das lernt man in der klinischen Medizin. Macht total viel Spaß. Gott sei Dank sehen wir Leute nicht mehr, die eine Pulsamplitude haben von 80. Aber sollte man vielleicht was darüber wissen. Dann, Sie werden sich daran erinnern, dieser interaktive Fall von letzter Woche. Diese Frau sehen wir nochmal. Und letzter Woche haben wir nichts erfahren, dass diese Frau Durchfall hat. Aber dieses Mal haben wir ein bisschen ausführliche Anamnese. Sie werden sich daran erinnern, es geht um Kupfermangel. Und wir brauchen Kupfer. Wir absorbieren ungefähr 1 Milligramm Kupfer pro Tag. Das wird in gastrointestinalen Zellen inkorporiert durch einen Kupfertransporter. Das wird dann zu der Leber weitergereicht, wo Kupfer auch gespeichert wird und in das Ceruloplasmin eingebaut wird. Um Kupfer aus diesen Leberzellen rauszupumpen, brauchen wir ein ATP-Kassettenprotein. Und wenn das mutiert ist, dann kriegen wir Morbus Wilson. Dies ist auch ein Problem im Zentralnervensystem, Basalganglien und so weiter und im Auge. Naja, hier geht es um Enzyme, die kupferabhängig sind und von denen gibt es viele. Und die sind auch für den Knochenmarkaufbau wichtig. Und wenn man Kupfermangel hat, dann kriegt man Anämie. Und darum geht es bei dieser Patientin. Die kommt rein, hat 5 Kilogramm abgenommen. Wir lernen aber hier in der Anamnese, dass sie jetzt 3 Stühle pro Tag hat und ihr Normal war 1 Stuhl jeden zweiten Tag. Das heißt, ihre Stuhlfrequenz hat sich versechsfacht. Das wurde uns letzte Woche verheimlicht. Dann kommt sie hier rein und Blutdruck ist niedrig und sieht so ziemlich schlecht aus und es geht ihr schlecht. Und wir finden heraus, dass sie ein Hämatokrit hat von 12 Volumenprozent und ein HB von 3,8. Das heißt, die Erythrozyten, die sie hat, muss sie 3-mal rumschieben, um die gleiche Menge von Sauerstoff zu liefern. Dann peripherer Blutabstrich wird hier total toll gezeigt. Und wir sehen, dass diese Patientin hat große Erythrozyten, obwohl sie auch Anisozytose und Poikilozytose aufweist. Aber ihre Granulozyten haben eigentlich zu wenig Lappen anstatt zu viel Lappen. Also es geht hier nicht um Vitamin B12-Mangel und wahrscheinlich auch nicht um Folensäuremangel. Und diese Spiegel waren auch normal. Aber wie wir hier erfahren in der Knochenmarksuntersuchung, die hat Knochenmarksarrest, deshalb die Anämie, wegen ihres Kupfermangels. Jetzt, warum hat eine
60-jährige Frau auf einmal Kupfermangel, das kriegt man nicht, weil man jetzt nicht gerade genug Gemüse gegessen hat. Das kriegt man nur, wenn man Malabsorption hat. Und das hat die auch, und das haben wir auch letzte Woche diskutiert, kriegt sie Endoskopie und ihre Schleimhäute im Dünndarm sind atrophisch und kriegt eine Biopsie und die Zotten sind atrophisch und sie hat Zöliakie. Und dann kriegt sie eine glutenfreie Diät, dann wird das besser und sie, dann wird auch der Kupfermangel aufgehoben, dann macht sie wieder Erythrozyten. Wir lernen auch diese Frau, Röntgenbild leider nicht gezeigt, aber die hat Zeichen von, die wird hypoxämisch und hat, wird kurzatmig und hat Zeichen von alveolären Einblutungen. Das heißt das Lane-Hamilton-Syndrom, das auch mit Kupfermangel einhergeht. Also ich habe mehr über Kupfermangel gelernt, als ich je im Leben wusste. Und ich werde dann zielstrebig nach Kupfermangel mich erkundigen und danach suchen. Dann dieser interessante Artikel, obwohl die Wortauswahl hier gefällt mir gar nicht. Die Autoren reden hier von der epidemiologischen Signatüre von Krebserkrankungen. Was soll man denn darunter verstehen? Aber wenn wir diese Abbildung angucken, dann sehen wir, um was es hier geht. Also die Signatüre bei Morbus Hodgkin hat sich wesentlich verbessert seit 1975 bis heute, weil die Mortalität 70% gefallen ist über diesen Zeitrahmen, obwohl die Inzidenz von Morbus Hodgkin ist nicht anders, als in 1975 war. Das bedeutet, dass was wir diesen Leuten anbieten können, um sogar zu einer Heilung zu kommen, hat sich erheblich verbessert über diesen Zeitspanne. Und das kann man hier, wenn man die relative Veränderungen uns angucken, sieht das sogar noch mehr eindrucksvoll aus. Und bei der chronischen myologischen Leukämie, irgendwas ist in 1996 passiert, und das war natürlich die Zufuhr von Imatinib, was dieses Krankheitsbild nicht heilt, aber die Aussichten erheblich verbessert, obwohl die Inzidenz von CML hat sich nicht geändert. Lungenkrebs bei Männern. Die Männer rauchen ein bisschen weniger, die Frauen rauchen ein bisschen mehr und die Inzidenz und Mortalität von Lungenkrebs hat sich entsprechend geändert, wie wir hier entnehmen können. Und bei Magenkarzinom, das wird weniger. Wahrscheinlich hat das mit Helicobacter und wie Nahrungsmittel präserviert werden zu tun. Zervixkarzinom, ja, ich glaube, Papanikolaou ist das zu verdanken, obwohl vielleicht die Impfung in den letzten 10 Jahren hier vielleicht auch eine Rolle spielt. Das ist natürlich besser geworden. Kolorektalkarzinom, hier spielt vielleicht Screening oder Koloskopie oder was man heutzutage macht, auch eine Rolle. Nämlich die Inzidenz scheint zu fallen. Eigentlich, ich würde denken, dass man mehr findet, dass das vielleicht steigen würde. Aber es ist ein bisschen rückläufig. Mortalität ist auch ein bisschen rückläufig, obwohl da noch viel mehr zu tun ist. Schilddrüsenkarzinom. Metastasen und Mortalität, nicht anders. Inzidenz, insbesondere bei Frauen, scheint steigend zu sein. Genau warum das der Fall ist, habe ich nicht eruieren können. Nierenzellkarzinom, hier ist wahrscheinlich die neue, moderne Bildgebung, Ultraschall und so weiter, spielt da eine Rolle. Melanom, vielleicht hat das mit Klimawandel zu tun, mehr Sonnenstrahlen etc. Mortalität, nicht so viel anders, trotz vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren vielleicht verbessern mit den neuen Therapien, die wir jetzt zur Verfügung haben. Dann Brustkrebs. Screening, behaupten die Autoren. Prostatakarzinom ist das bestimmt der Fall mit PSA-Werte. Ob hier die überdiagnostiziert werden, wird auch diskutiert. Und Krebs insgesamt. Inzidenz steigend, aber sieht nicht so dramatisch aus. Mortalität fallend, aber auch nicht so dramatisch. Und bei Frauen ist das ähnlich. Und also hier geht es um epidemiologische Veränderungen in Krebserkrankungen, schon interessant. Dann im Lancet. Dies ist wieder eine Salim-Yusuf-Studie. Ich finde diese Studien wundervoll, obwohl hier das Erwartete passiert. Und Salim-Yusuf hat ja
den ich zufälligerweise auch persönlich kenne, ein sehr netter Mensch. Der hat enge Verbindungen mit Ländern, die weniger reich sind als unseres. Also diese Studie ist durchgeführt worden in Kolumbien und in Malaysia. Und es geht um Blutdrucksenkung und Cholesterinsenkung. Es geht hier nicht um eine Polypille, obwohl diese Pillen haben mehrere Präparate hier beinhaltet. Blutdruckpille hat Hydrochlortiazid und ACE-Hämmer oder Calcium-Antagonisten enthalten. Und dann der Lipidsenker hat Atorvastatin oder Rosuvastatin enthalten. Was mich interessiert hat, ist, dass das Zeug ist wesentlich billiger in Malaysia als in Kolumbien. Und viel billiger als das Zeug kostet in den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Wie dem auch sei. Und wo die Leute herkamen und ob sie in öffentlichen Ambulanzen und etc. Also wird hier alles erzählt. Und siehe da, Blutdruck und Cholesterin wurde durch diese Mittel gesenkt. Was würden wir denn erwarten? Das wussten wir ja schon. Und diese Forest-Darstellung hier ist der Nullpunkt. Also alles besser geworden. Und ob die Leute Akademiker waren oder nie in die Schule gegangen worden sind, hat keinen Unterschied gemacht. Und in der Tat, LDL-Cholesterin fällt ab und Blutdruck fällt auch ab, aber wir wussten ja, dass diese Präparate funktionieren. Na, gute Idee. Soweit die HOPE-4-Studie. Dann das nächste Thema ist, dieses ein Vergleich von modernen Stents, nicht altmodische Metallstents mit oder ohne Medikamentenfreisetzung. Hier geht es um einen Polymerstent, der degradiert wird, im Vergleich zu einem Stent, der nicht degradiert wird. Beide Stentformen hier haben mTOR-Inhibitoren freigesetzt. Und wir sagen, na, was soll's? Na, die modernen Stents sehen ganz anders aus als die alten. Und dieser Maschendraht hier ist ziemlich eindrucksvoll. Und weiß nicht genau, wie dieses funktioniert, dieses irgendein Polymer, der dann verschwindet nach einer gewissen Zeit, nach 8 Wochen, so dass das Gefäß mutmaßlich heilen kann. Ist das so viel besser? Wir gucken uns diese JCC-Studie an und hier ist der Stent, der nicht verschwindet und hier ist der Stent, der verschwindet. Und wenn wir die Zahl von Plättchen sehen auf beiden Seiten, ist das weniger eindrucksvoll. Aber wie dem auch sei. Was wir hier sehen, ist 650 Leute in den jeweiligen Gruppen und die sind immer noch am Rauchen. 45% sind noch am Rauchen. Na, was soll's dann? Deren sonstige Behandlung finde ich auch suboptimal, aber so war es halt. Aber was wir dann hier entnehmen können, ist die Druckbedingungen von den beiden Stent-Behandlungen sind ein bisschen unterschiedlich. Ob das klinisch eine Bedeutung hat, weiß ich nicht. Sonst waren alle anderen Eigenschaften hier in den Gruppen gleich. Diese Endergebnisse, Herztod, Gesamtmortalität, Reinfarkt. Wenn wir uns diese relativen Risikenreduktionen angucken, manche sind schon ziemlich eindrucksvoll. Diese Wahrscheinlichkeit nach Bayes kann ich nicht beurteilen, aber da müssen wir halt einen Statistiker mal fragen. Aber die Autoren behaupten, dass der neue Stent besser ist als, dass der resorbierbare Stent besser ist als der alte Stent. Das haben sie festgestellt mit dieser basischen Poisson-Verteilung hier. Ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, aber wenn wir uns diese Unterschiede hier angucken, ja, 2% Unterschied. Das heißt, beide Stents sind eigentlich ziemlich prima, aber vielleicht ist der degradierbare Stent doch ein bisschen besser als der Stent, der nicht degradierbar ist, obwohl Herztod in beiden Gruppen nicht unterschiedlich ist. Und diese Forest-Darstellung, okay, vielleicht ist der neue Stent doch ein bisschen besser als der alte, das behaupten auf alle Fälle die Autoren. Dann hat sich jemand die Mühe gemacht, um zu sehen, ob Herzinsuffizienzbehandlung bei Frauen vielleicht
suboptimal ist im Vergleich zu Männern. Und in der, hier geht es um reduzierte Auswurffraktion, also systolische Herzinsuffizienz. Gibt es ja viele Studien darüber. Und hier sind auch Frauen mit einbezogen worden, was wir natürlich brauchen, um so einen Vergleich zu machen. Und die Studien sind von 1978 bis ungefähr 2000, wo diese großen Studien durchgeführt worden sind. Und wenn wir uns das angucken, erstens, ich glaube, die Frauen fahren eigentlich besser als die Männer. Aber das wussten wir schon. Aber vielleicht ist 60% der Beta-Blocker-Dosierung ausreichend. Und mehr als das scheint weniger vorteilhaft zu sein für die Frauen. Und das Gleiche gilt für ACE-Hämmer. Und da Frauen sowieso etwas kleiner sind als Männer und ein kleineres Verteilungsvolumen haben, kann man das ja auch irgendwie nachvollziehen. Und das ist dann hier alles ausgewertet. So, wenn wir die Frauen behandeln, dann können wir uns vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten mit diesen Präparaten, und dann haben sie genauso viel Vorteil und weniger husten und fühlen sich ein bisschen besser. Und das wäre ja natürlich gut. Also, das ist die Auswertung von dieser Studie, Herzinsuffizienz bei Frauen. Sollte man vielleicht andere Parameter berücksichtigen und die Medikamente entsprechend reduzieren. Dann Typ 1 Diabetes. Erste Thema ist Geräte, die uns zur Verfügung stellen, um Typ 1 Diabetes zu überwachen. Und dies ist wundervoll. Da kann man so einen Sensor unter die Haut stecken. Mit einem Gerät kann jeder Arzt machen oder mit einem Skalpell kann man etwas unter die Haut stecken, das für 3 Monate lang Blutzucker misst. Und dann kann man den Blutzucker einfach mit dem Telefon feststellen. Dann kann man die Insulindosierung viel besser einstellen, Hämoglobin 1C in engmaschiger in Rahmen halten, hypoglykämische Ereignisse vermindern. Gute Idee. Bald wird es so sein, dass wir eine geschlossene Schleife haben, sodass eine Insulinpumpe auch von diesen Sensoren betrieben wird. Das wird bestimmt in der nahen Zukunft so sein. Dann kann man Typ 1 Diabetes vielleicht unterdrücken, sodass der Phänotyp nicht auftaucht. Diese Hypothese wird schon seit 40 Jahren überprüft und ist sogar eine Cyclosporin-Studie, die nicht so doll war. Aber das sind unterschiedliche Sachen, die man sich überlegen kann hier, um die Beta-Zellmasse zu erhalten. Bei Patienten, die ein Risiko haben, weil sie diese Antikörper schon haben oder erstgradige Verwandtschaft mit Typ 1 Diabetes und etc. Auf die sollte man besondere Rücksicht nehmen. Und dann kann man sich überlegen, ob die vielleicht Kuhmilch nicht ausgesetzt werden sollten und auch Gluten spielt hier anscheinend eine Rolle. Und dann, wo diese Bevölkerung sich befinden und was die Risiken sind und ob sie Antikörper schon haben und was man dagegen veranstalten könnte. Und wir haben uns schon unterschiedliche Studien hier angeguckt, inklusive Studien mit Antikörper gegen CD3-Expression, was eigentlich die CD8-Lymphozyten, T8-Lymphozyten unterdrückt, sodass das Auftreten von dem Phänotyp Typ 1 Diabetes vielleicht nicht nur für 2, sondern für mehrere Jahre unterdrückt wird und bei manchen Patienten vielleicht insgesamt unterdrückt wird, sodass sie Typ 1 Diabetes nicht entwickeln. Und das ist eine Hoffnung für die Zukunft und daran wird gearbeitet. Interessanter Übersicht, sodass man versteht, was mit diesen Patienten los ist und wie man B-Zell-Autoimmunität vielleicht beeinflussen könnte, sodass der Phänotyp nicht auftaucht. Dann diese Patientin aus Japan. Na, dass Japaner gerne rohen Fisch essen, ist ja bekannt. Und dass es einen Fischbandwurm gibt, ist auch bekannt. Und der heißt Diphyllobotryum latum in Finnland. In Japan heißt er was anderes. Aber das Biest sieht ungefähr ähnlich aus. Und das wurde bei dieser Patientin, die sich beschwert hat, weil irgendwelche weißen Faden in ihrem Stuhlgang sich aufgetreten waren, hat man im Ultraschall hier irgendwas Merkwürdiges gesehen. Das finde ich erstaunlich, dass man das so gut sehen kann in diesem Ultraschall. Hat man Endoskop da runtergesteckt und olala, da sieht's aus, als wäre es ein Diphyllobotryum. Dann, wie den loszuwerden? Erstens muss man, ich habe jetzt vergessen, was man gibt,
Praziquantal oder Albendazol oder sowas, so dass die loslassen. Aber man muss sicher sein, dass das Skolex-Glied, das ist Kopf des Biestes, ausgeschieden wird. Und anscheinend kann man das feststellen, indem man Diatrozoat gibt. Das ist ein Gastrographin, das ist ein Kontrastmittel, das man flüssiges Kontrastmittel. Wir haben das früher gegeben bei Patienten mit Verdacht auf Bandwurm, weil das Kontrastmittel von dem Bandwurm aufgenommen wird und dann kann man die im Röntgenbild sehen. Das war hier nicht der Fall, aber man konnte diese arme Frau von diesem schrecklichen Bandwurm hier befreien. Die Phyllobotryum. Nächste Woche bin ich nicht da, aber ich werde eine Vorstellung ins Netz stellen, wahrscheinlich am Freitag. Und dann Woche drauf machen wir dann doppelt gemoppelt. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich wollte mal wissen, wieso hast du eigentlich keine Angst? Ich hatte ja neulich auch mal diesen rohen Fisch. Wer hat denn das Glück, dass man dann...